Heidi ho, werte Landsleute, wir sind wieder zurück in Tomlong und sind Zeitreisende. Was? Im Zeitreisenden. Ja. Denn wir sind ja jetzt im Mittelalter. Genau, im Mittelalter. So, wir haben gerade die blöde Wache ausgetrickst. Ja, ist in den Brunnen gesprungen. Ja, todesmutig dem Schnaps hinterhergesprungen. King's Quest Brunnen, haha. Wassereimer. Warte mal, was liegt denn da hinten noch? Guck mal, das hier. Warte mal, ich will mal kurz den... Kann man den aufnehmen, den Wassereimer? Ah. Nee. Okay. Ah! Was war das für ein Geräusch? Egal. Warum liegt hier Stroh rum? Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blas mir nur ein. Hast du das Stroh jetzt? Ja, ich muss es bestimmt anfeuchten. Wir können ja, mal sehen. Wenn da ein Wassereimer steht, würde ich auch dazu tendieren, ja. Ja. Okay. Warte mal, hier ist ein Brunnenseil, guck mal. Ah, können wir das abschneiden? Wir haben da eine Schere. Stimmt, ja. Das müsste aber eine gute Schere sein, um Brunnenseil durchzuschneiden. Ja. Wo ist denn das? Boah. Nee, jetzt noch nicht. Okay, aber später, okay. Ich würde sagen... Vielleicht, ach, wenn der Sheriff nachsteigt vielleicht. Ach so, dass er nicht mal hochklettern kann vielleicht. Ja, wer weiß, wozu das gut ist. Ich würde sagen, wir räuchern den Bastard mal aus. Ja, gute Idee. Ach, guck mal, wir haben im Inventar ein brennendes Feuer, auch nicht schlecht, ne? Sind da irgendwelche Fenster oder irgendwas? Ich gucke auch gerade hier. Oder da. Türen? Da. Fenster. Was ist das für ein Fenster? Mal reingucken. Bestimmt der Sheriff drin. Ja! Hier, da reinguckt das Fenster. Gut. Oh, das ist Sir Hiss, mit dem er da spricht. Sir wer? Sir Hiss. Der Sir Hiss. H-I-S-S, das ist die Schlange. So. Aus? Ja. Aus dem Robin Hood-Film. Ach so, gut. Und zwar in der Disney-Fassung, wo alle Darsteller Tiere sind. Das ist ein total schöner Robin Hood-Film. Ich würde sagen, wo macht denn Robin Hood eine Schlange mit? Ja, das ist die Disney-Zeichentrick-Version. Wunderschön. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, den gibt es auf YouTube in ein paar Folgen in voller Länge zu gucken. Der ist wirklich toll, lohnt sich. Mit Disney kannst du mich jagen. So viel dazu. Ey, dann du nicht, aber vielleicht die anderen. Ja, ja, ich könnte euch gerne gütlich daran tun. Ich habe da kein Problem mit. Das freut mich. So, ich räuchere jetzt den Bastard, wie gesagt, aus. Räuchere ihn aus, gnadenlos. Und er hustet schon. Das stinkt. Los, spring in den Brunnen, Junge. Achso, jetzt bin ich ja der Sheriff, ne? Ja, ja, wir sprechen jetzt übrigens vertauschte Rollen, wollte ich bloß sagen. Ja. Ah, hey, der Junge, wir stehen geblieben. Wer sind Sie, dass Sie hier einfach so rumbefehlen können? Ich bin von Nottingham. Ich kann Sie wegen Ihres Hustens kaum verstehen. Sir. Na, Sir ist wichtig. Ja? Oh, kein Wunder. Ich sitze nichts an in der Stube und plötzlich, ne, überall fetter Qualm. Vielleicht weiß ja die Wache, was passiert ist. Hm. Die Wache, ja, gute Idee. Wo ist die Wache? Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja? Dass da immer eine Antwort in lila ist und die anderen in grün. Dann nehmen wir doch mal die lila. Weil ich hier rübergehe, deswegen. Ach so, okay. Ich dachte, die wünsche so Hinweise. Nee. Dann sage ich aber trotzdem, die ist in den Brunnen gesprungen, Sir. Was? Da springe ich gleich hinterher, würde ich mal sagen, ne? In den... gesprungen? Was zum... Ja, der Wächter war sturzbetrunken und hatte irgendwie mit dem Feuer gespielt. Unglaublich, sturzbetrunken, dieser Bastard, mit dem Feuer gespielt. Genau, und dann, als es wild anfing zu qualmen, sprang der Mann zielstrebig in den Brunnen. Hm. Erzähle ich jetzt einfach mal so. Ja. Dieser undisziplinierte Trottel, das gibt jetzt eine Abreibung. Danke für die Auskunft, Junge. Jederzeit wieder, Sir. Spring.
springen. Juhu! Nee, springen. Ja, und jetzt versucht er nochmal das Seil durchzuschneiden. Er keucht noch. Okay, das ist ganz schön böse, aber egal. Aber wirklich, oder? Boah. Warte, Schnipp. Und wenn die am Ende vom Brunnen, ah, wie fies, vom Brunnen angelangt sind, da lauert dann ein böser Drachen oder so. Ich höre ihn schon brüllen. So. Geh, Junge. Jetzt können wir ja theoretisch ins Büro von dem Sheriff rein, oder nicht? Ja, können wir, dann siehst du. Ah ja, denn die Tür ist ja offen. Wie so. Praktisch. Guck mal, ein Spiel. Oh nein. Ich hoffe, wir müssen kein Spiel im Spiel spielen. Das ist doof. Oh, das hoffe ich auch. Also schon Gabel, bitte nicht Mühle oder irgendwas. Kerker. Ob hier Helm drin ist? Hm, wer weiß. Und ist das hier ein Schlüssel dabei? Der ja. Wir schauen uns mal die Schlange an. Was ist das hier? Das? Ja. Nischt. Und das? Auch nicht. Gefährlich, aber es kommt. Ne, muss was. Ja, jetzt. Ah! Oh. Gut, nur mal auf, ne? Mitnehmen. Ich bin blind heute, tut mir leid, ey. Mach ja nichts, dafür hast du Kuckermänner drin. Ja, ein Glück. Bin ich auch immer froh drum, weil die sehen auch immer mehr als ich, das ist ganz seltsam. Gucken wir das Spiel an. Sheriff, ärgere dich nicht. Ach, das kenne ich. Oh, wie toll, kannst du das mitnehmen? Jo. So, den Schlüssel mal probieren zu greifen? Dann stirbt er hier nicht. Ich hoffe nicht. Besser nicht. Nee, sag mal, eine Flöte. Ah, ich weiß hier, Fark hier und dü Musik. Ja, das war jetzt auch meine Idee mit Musik. Die Platte auflegen hier, komm hier mal. Wenn du auf das Grammophon auf den Tisch stellst. Ne, geht schon so. Dudel macht's gerade. Und sie kommt. Und die Schlange ist induziert. Dann würde ich sagen, schnapp. Sehr schön. Ich komme mir gerade vor wie in King's Quest 4. Ach, gab's auch eine Schlange? Mhm. War das so, okay. Aber nicht mit Grammophon, sondern mit echter Flötenmusik. Die Schlange kannst du nicht mitnehmen, oder? Nee, die ist ja so dunkel hier. Oder könnt ihr doch mitnehmen? Meinst du? Weiß ich nicht. Nimm Schlange. Doch! Wie sieht die denn aus? Oh Gott. Oh, wie ein Alien. Hat keine Bezeichnung, egal. Schlange. Und kannst du den Käfig auch mitnehmen? Was, Käfig? Ja. Oh Mensch, was ist denn das hier heute? Probieren wir mal, ne? Das gibt's ja nicht. Ah. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht hier. Ja, noch was? Noch was? Warte, kannst du mit der Tür hier irgendwas machen? Nee. Okay. Ich suche jetzt hier alles ab so schnell. Was stand hier jetzt noch gerade? Hier, ist das Schlosshof. So, okay. Da ist Gable Knight aber richtig eklig mit dem Pixelsuchen, das kenne ich noch irgendwie. Oh, das ist furchtbar. Ja. Also, oh. Das ist ein wunderschönes Spiel, aber die Pixelsucherei ist für den Arsch. Erstens ist das, zweitens, da gibt es ja auch diese Endlos-Dialoge. Ja. Und drittens, wenn du nicht wirklich die genaue Reihenfolge pro Tag einhältst, bist du am Arsch. Ja, richtig. Das ist mir mal passiert, da habe ich irgendwas vergessen und konnte nochmal von vorne anfangen. Das war vielleicht nervig. Schade, ich bin dann nicht mehr weitergekommen. Das war also wirklich, nee. Also ich bin eigentlich weitergekommen, außer am Ende kann man was falsch machen. Also, aber endlich. Ja, egal. Also du kannst sowieso diverse Male sterben. Ja, sterben sowieso, ja. Aber ich. Ist schade, das ist ein bisschen besser programmiert und es wäre ein schönes Spiel geworden. Es ist ein schönes Spiel doch, aber es hätte noch besser werden können. So. Was sind das da für Augen? Er geht nicht weiter, er hat Angst vor Dunkelheit bestimmt, wa? Bestimmt muss ich. Guck mal, öliger Lappen, vielleicht muss ich den anzünden. Öliger Lappen. Wir haben, Stock. Wir haben nicht den Stock noch? Ja. Wir machen eine Fackel. Da. Und draußen an der. Jetzt haben wir schon eine. Und draußen an der Feuerstelle, ja, oder? Ja, genau. Perfekt. Ja. Na, das ist ja. Es ist ja nicht so furchtbar schwierig, finde ich, ne? Nein, das Spiel ist schon schwer, aber wir sind ziemlich klug. Oder so. Okay. So kann man das natürlich noch viel besser verkaufen. Da hast du recht. So, Sierra, was sind Sierra-Spiele? Hallo, das ist schwer hier. Na, du kannst dich schon auf unser nächstes Projekt freuen. Oh Gott, so. Das wird spaßig auf jeden Fall. Verraten wir aber erst am Schluss dieses Spiels, was es sein wird. Ja. So. Kerker, schon wieder die. Nee. Hä? Was ist das denn da für eine Maus? Da tut gut dieses Licht. Gut gemacht, Junge.
Ich würde sagen, dafür schulden Sie mir einen Gefallen. Ja, ja, allerdings, wie wäre es mit einem Schluck Bier? Jetzt vielleicht lieber nicht, ich möchte noch nüchtern bleiben. Bist du viel zu jung, Junge. Ja. Vielleicht eine Portion Virensalat? Hä? Ah, klingt total lecker, aber mir wird echt gleich richtig übel. Gleich bringe ich Farbe ins Spiel. Oder wollen wir den ausprobieren? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ja. Oder? Nee, mir wird eher übel, ne? Ja. Sollen wir dir die Gefangene schenken? Eine wahnsinnig gute Idee. Das finde ich aber auch. Gute Idee. Ah nein, tut mir leid, war nur ein Wächterschitz. Okay. Die sieht so wie ein Stofftier aus. Nee. Kannst du denen das Mensch ärgerlich nicht Spiel schenken oder so? Ach, dass sie beschäftigt sind? Ja. Ablenkungsmanöver. Ja. Ah. So. Rackel. So, und wir haben doch einen Schlüssel. Mal aufschließen vielleicht die Tür? Ja. Da ist sie. Tom. Also, komm, die Hände mach ich. Das ist dann vielleicht doch besser so. Na gut. Sonst beschweren sich Leute wieder über, du so. Sagst es. Tom. Helen? Tom! Helen! Tom! Ja, du Mädel, ne? Das haben wir schon jetzt durchgekaut. Können wir mal weitermachen hier? Klar, aber was ist hier eigentlich los? Der Teufel, wenn wir uns nicht beeilen. Meine Güte, Mädel, bist du stur. Schwer von KP. Nein, gar nicht. Aber wo sind wir denn? Ich erinnere mich nur an eine höhnisch grinsende Tomate. Helen. Ich überlege, sie hier sogar ein bisschen ähnlich. Helen, wir müssen abhauen, ne? Also draußen wartet schon Robin Hood. Okay. Robin Hood? Wow! Ja, weil der Sheriff, ne? Der Dude, der vielleicht nicht unbedingt ewig im Brunnen sitzen wird. Der Sheriff? Ja, du und die Wachen das Würfeln irgendwann vielleicht mal satt haben, ja, eventuell. Ja, aber lass uns doch gehen, das muss ein Traum sein. Und es wird ein Albtraum, wenn wir jetzt nicht sofort auf die Socken machen und du die Klappe hältst. Sei doch nicht so eklig zu mir, oh. Oh. Glücklich machst du dich mit Helen auf den Heimweg. Eigentlich könnte jetzt alles schön sein, aber... Aber? Oh nein! Oh nein! Du bist ein Pfeil im Arsch. Fast schon entkommen, wurde Helen im letzten Moment von einem Pfeil des Sheriffs getroffen. Jetzt kann nur noch einer helfen, Merlin der Zauberer. Oh mein Gott! Das ist ja grausam. Ja. Wollen wir den Dialog in der nächsten Folge machen? Das ist ein schöner Cliffhanger, ne? Ja. Ja, hab ich auch so gedacht gerade. Leute, ich würde sagen, Cliffhanger, Ende. Falls ihr wissen wollt, wie der Cliffhanger weitergeht, könnt ihr so lange den Film Cliffhanger mit Sylvester Stallone angucken. Und, aber ob das weitergeht, weiß ich nicht. Eine hervorragende Idee. Und wir sagen erstmal ich sag erstmal ein magisches Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann, bleibt dran. Abracadabra. Hokus pokus.